Ali, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, was wir jetzt in den nächsten Folgen tun werden, da das ja mit dem Knochenwanz leider nicht ganz so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das werde ich euch auch gleich erzählen, was wir alles Schönes vorhaben. Wir müssen bloß mal ganz kurz schauen. Ich habe ein bisschen weitergespielt, also nicht viel. Ich habe uns einerseits unsere Schlagwaffen, also als Schlagwaffe zählt, das ist ja auch klar, es ist keine Stange, aber irgendwie habe ich das überlesen gehabt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es eine Schlagwaffe. Ich habe die uns mal auf die 46 trainiert. Wir hatten die auf der 16 oder 17 oder irgendwie sowas in der Richtung. Ist ganz cool, man kann einfach die Waffe nehmen. Und ich habe hier nebenbei einfach mal dauerhaft auf so einen Stein geprügelt. Der hier hat ein ganz paar Kratzer abgekriegt, aber so kann man sich's hochtrainieren. Wir hatten auf der Stufe 25, haben wir 25,6 Schaden gemacht gegen einen Krautzwerg. Und jetzt auf der aktuellen Stufe, glaube ich, 28,7 oder sowas. Irgendwie so die Richtung. Also es ist natürlich schon ein bisschen mehr geworden. Denn das ist erstmal unser Hauptziel, dass wir die Schlagwaffen hochkriegen. Dann natürlich das ganze Ding hier noch auf Stufe 2 und auf jeden Fall auch unsere Rüstung. Die muss auch nochmal abgegradet werden. Oder geupgradet, wie man es auch nennen mag. Und dann können wir den ganzen Spaß nochmal versuchen. Und eine Sache möchte ich auch noch machen, das zeige ich euch gleich, obwohl eigentlich kann ich es euch nicht zeigen. Wir brauchen noch einen besseren Trank. Und zwar haben wir ja aktuell nur die geringe Ausdauer und die mittlere Ausdauer wäre natürlich auch noch sehr, sehr geil. Dafür brauchen wir Moltebeeren. Ich hoffe, sie hießen so, aber ich glaube. Und die Moltebeeren kriegen wir in den Ebenen bei den Goblins. Und die haben wir ja letztens schon entdeckt. Deswegen würde ich mal sagen, wir werden denen nochmal einen kleinen Besuch abstatten. Und ja, dort einfach mal schauen, ob wir Moltebeeren finden. Wäre natürlich ziemlich cool. Dann hätten wir nämlich schon mal einen besseren Trank. Und ansonsten machen wir uns mal wieder ein bisschen auf Eisenjagd. Denn wir haben noch ganze 5 Stück. Mit den 5 könnten wir, glaube ich, ein Rüstungsteil aufwerten. Da können wir gleich mal schauen. Und wir könnten auch idealerweise... Naja, nee, wir machen das anders. Wir werden jetzt erstmal wieder durchs Portal gehen, Richtung Knochenwanst. Weil da haben wir ja noch ein ganz paar Krypten, die noch nicht geöffnet wurden. Weil hier in unserer kleinen, oder in unserem kleinen Sumpfgebiet, was wir hier hinten haben, sind wir, glaube ich, alle durch. Das heißt, da kommen wir nicht mehr sehr groß weiter. So, jetzt lasst mal kurz schauen. Das braucht 5 Eisen, aber wir brauchen die Werkbank, ey, die Schmiede auf der Stufe 3. Und wie sieht denn das aus mit unserem Streitkolben? Der braucht 10 sogar, okay. Ich würde nämlich ganz gern, wie gesagt, die Rüstung auf die 2 kriegen, den Streitkolben auf die 2 kriegen und noch einen besseren Trank. Und wenn wir das alles haben und vielleicht die Schlagwaffen noch irgendwie, mal gucken, auf die 60, 65, 70 hochkriegen. Das werde ich eventuell auch mal noch nebenbei machen, weil das dauert, also das schaffen wir im Let's Play nicht, das wären zu viele Folgen. Und möchte mir auch keiner zuschauen, wie ich hier die ganze Zeit gegen so einen Stein kloppe. Ja, wenn wir das dann alles haben, würde ich sagen, können wir uns doch mal rantrauen. Da machen wir auf jeden Fall mehr Schaden, sind ein bisschen besser, ja, gerüstet. Und wir haben mehr Ausdauer. Ich denke, dann könnte das schon ganz gut funktionieren. Lasst uns mal eben kurz schauen. Wir brauchen nochmal eine Schmiedeverbesserung. Und zwar, das war das Ding. 4x Kette und 5 Hirschfell. Weil was haben wir denn aktuell? Wir haben doch dieses Klotzding da stehen, ne? Genau. Und hier könnten wir jetzt noch den Blasebalg machen. Was gibt's denn noch? Einen Amboss haben wir schon. Schmiedeamboss gibt's noch. Da brauchen wir aber 20 Eisen. Und hier bräuchten wir Edelholz und Kupfer. Das müssten wir doch eigentlich haben. Oder auch nicht. Wir hatten die meiner Meinung nach schon auf der 3, dann hatte ich die ja abgebaut, aus Versehen, als ich den Boden gemacht habe. Naja, gut. Wir haben 3 Ketten, das passt doch sehr gut. Wo haben wir das Ding? Hier drüben war es. Nein, 4 Ketten, verdammt. Ich dachte 3. Na gut, aber die Ketten kriegen wir ja in den Krypten und da wollen wir ja jetzt sowieso rein. Lass mich nochmal ganz kurz durchgucken, ob wir noch irgendwo vielleicht was davon rumliegen haben. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich glaube eigentlich, dass wir die Schmiede schon auf der 3 hatten. Dementsprechend müssten wir ja auch eigentlich... Hier können wir mal einen mitnehmen. Ja, dementsprechend müssten wir natürlich auch eigentlich die Materialien dafür haben. Es sei denn, ich habe mir irgendwas anderes dafür
gebaut oder ich bin doch verkehrt. Wir hatten noch gar keine drei. Naja gut, also hier wird es auf jeden Fall nicht mehr drin sein. Metall. Also 5 Stück haben wir. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Krypten. Ich würde sagen, wir machen gleich los. Wir haben das und das. Was brauchen wir noch Schönes? Eigentlich mal noch irgendwas Ordentliches zu futtern. Jetzt haben wir hier natürlich einfach mal gar nichts mehr. Wir könnten Mörlis mitnehmen. Was machen Mörlis? 15, 15, 20, 20. Na, da ist Honig natürlich besser. Den haben wir hier. Das ist halt nur mal relativ schnell leer. Ist mir eigentlich schon irgendwie ein bisschen zu wenig. Warum haben wir denn so wenig Fleisch? Ja, wir können die zweimal noch auf den Grill hauen und dann sollten wir zumindest eine Krypte durchkommen. Und machen uns wieder zurück. Ich hoffe mal sehr, unser Portal steht noch. Die nächsten Schwänze hätten wir natürlich noch grillen können. Ja, wir gehen jetzt erstmal damit los und dann müssen wir uns eh generell mal noch ein paar Mörli-Suppen machen und Würste wahrscheinlich auch. Und die ganzen Mets brauchen wir ja auch alles wieder für den Knochenwanst. Es ist halt immer relativ viel Vorbereitung. War ein bisschen schade. Vielleicht war es auch ein bisschen doof von mir. Aber dass es so schwer ist, hätte ich im Leben nicht gedacht. So, das Portal müsste es sein. Wie sieht's denn aus? Eigentlich ganz okay, ne? Wir haben halt relativ viel... Mal die verwitterten Knochen packen wir noch weg. Tut mir leid, dass es jetzt mal wieder so viel, so Ewigkeiten dauert, bis wir losmachen. Aber Vorbereitung ist halt wichtig. So, naja, die Pfeile, wir lassen die Pfeile mal einstecken. Ich hau jetzt hier mal ganz schnell in die sonstige Kiste den Flug noch rein. Und hier die Axt, dass wir ein bisschen mehr Platz im Inventar haben. Gut. Dann einmal hier durch. Portal scheint noch zu stehen. Ansonsten würden wir, glaube ich, die Animation hier gerade nicht sehen. Sehr cool. Und dann machen wir doch... Was liegt denn hier Schönes? Eisenschrott. Ach, stimmt. Ja, den kriegen wir hier ja nicht weg. Den hatte ich hier... Ach, shit. Wir kriegen das Eisen ja generell nicht weg. Ah, das habe ich gerade nicht bedacht. Aber das ist halt... Oh, ich kann ja nicht die ganze Zeit den ganzen Weg hier wieder mit dem Boot zurück. Das ist ja Mist. Das ist richtiger Mist. Was machen wir denn da? Eigentlich kann ich hier bloß mal eine Truhe bauen. Wo ist es denn? Hier. Eigentlich können wir hier bloß mal eine Truhe bauen. Und können das hier alles sammeln. Und dann muss ich mich doch irgendwann mal wieder auf den Weg machen. Dann mit dem Boot und dem ganzen Eisen. Ah, das habe ich natürlich nicht bedacht. Mal hier hatten wir das Sumpfgebiet. Ja, aber hier sind wir halt so gut wie alles durch. Das heißt, ich glaube, hier kommt noch Sumpf. Das wäre zumindest ein Stück näher dran, aber naja. Wir gehen jetzt erstmal hier in die Krypten, sammeln ein bisschen. Da muss ich halt irgendwann mal, werde ich dann wahrscheinlich außerhalb des Let's Plays machen. Da dann mit dem Boot mal hinreisen. Das Problem ist, wir müssen auch irgendwann wieder zurück. Weil wir ja das Boot dann hier wieder brauchen. Das habe ich natürlich nicht bedacht. Oh, das macht's natürlich sehr, sehr schwer. Ist halt auch die Frage, wie viel Eisen brauchen wir in Zukunft noch? Oder switchen wir dann bald auf Gold oder Schwarzmetall oder was es auch alles Schönes gibt um? Ja, wenn wir noch viel brauchen in Zukunft, wird es natürlich sehr blöd. Ach, ja, ich habe natürlich die Spitzhacke vergessen. Mann, es kann auch nie mal irgendwas klappen, oder? So, wo ist das Boot? Da vorne ist das Boot. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Habe ich jetzt nicht bedacht. Aber es geht halt nicht anders. Das ist schon cool, ne? 132 Schaden waren es gerade, glaube ich. Aber mit einem Schlag so ein Skelett weg. Macht schon Laune. Ja, ich hoffe mal, dass wir nicht so viel Eisen brauchen werden in Zukunft, weil wir haben halt unsere Basis so gebaut, dass wir fast kein Sumpfgebiet mehr in der Nähe haben, beziehungsweise werden es dann halt im Verlaufe des Spieles doch immer größere Wege.
glaube, da kommen wir nicht drum herum. So, Werkzeug. Nee, hier drüben. Spitzhacke, ist es alles auf voller Haltbarkeit. Was ist denn hier eigentlich passiert? Ach so, da stand das Ding drauf, ne? Das wollte ich auch mal noch bearbeiten. Warum wächst hier schon wieder Löwenzahn durch? Ja, damit. Na, eigentlich nicht, macht unser Inventar voll. Mal gucken, ob es nachher noch da liegt. Ja, dann packen wir das jetzt erstmal alles in die Truhe. Vielleicht haben wir ja Glück, dass wir die Ketten noch finden. Bin mir nicht ganz sicher, ob die irgendein Gegner verloren hat. Ob das die Elite-Troger waren oder ob die rumlagen. Aber ich glaube fast, die lagen rum. Oder aus einer Truhe. Ich glaube, die haben wir aus einer Truhe bekommen. Irgendwo in den Krypten. Allergrößten Notfalls, das wäre natürlich auch noch eine Variante, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Wir packen das hier alles in die Kiste und bauen uns dann einfach hier schnell eine Schmiede. Dann können wir das ja einfach fix aufwerten, bauen es wieder ab. Das, ja, ich glaube, das ist vielleicht sogar die bessere Idee. So, dann lasst mal ganz kurz gucken, ob wir hier einigermaßen safe sind. Sieht erstmal gut aus und eine ganze Menge Eisen. Beziehungsweise Schrotthaufen, aus denen hoffentlich Eisen rauskommt. Geht auf jeden Fall relativ schnell. Weiß nicht, ob wir das letzte Mal die Spitzhacke noch nicht auf der 2 hatten. Haben wir jetzt irgendein... noch gar kein Eisen gekriegt. Ich glaube, wir sind nicht alleine. Jetzt gab es mal Eisen, aber relativ geizig der Schrotthaufen. Naja, dann treffen wir jetzt halt noch ein bisschen Vorbereitung, aber ich glaube, wenn wir das Ding auf... Gott, bin ich erschrocken. Kommt es mir nur so vor, oder haben wir mit dem Schwert irgendwie mehr Schaden gegen den gemacht? Ist hier noch mehr? Irgendwas ist noch. Da ist noch einer. Kriege ich den hier mit? Hey, Fettsack. Okay, das war relativ easy. Ach, hier ist ein Spawner. Sagt's doch. Man hätte es natürlich an den Fliegengeräuschen hören können. Aber ich bin doch nicht multitaskingfähig. Wenn ich hier kämpfe, achte ich doch nicht auf andere Sachen. So, bitte eine Kette. Ach, verdammt. Ja, dann bauen wir uns einfach die Schmiede fix hier. Da reißen wir die drüben ab, nehmen den ganzen Scheiß mit. Teleportieren uns her, bauen die Schmiede hier. Rüsten unser Zeug auf, bauen sie wieder ab. Ach, das freut mich, dass mir das gerade eingefallen ist. Weil die Bootstour hat schon echt lange gedauert. Es müsste Brieftauben oder so geben. Pakettauben am besten. Dann schön so 300 Kilo Eisen im Gepäck haben. Schön vorher auf Testosteron und Anabolika hochgezogene Tauben, die uns das Zeug hier transportieren. Das wäre mega geil. So, man sieht kaum was hier drin. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Knochen. Wenn wir sie jetzt aktuell erstmal nicht mehr brauchen, wird sowas eigentlich abbauen? Nö, wird es nur dunkel. Das war eigentlich ganz schön doof, was ich gemacht habe. Ich wollte es bloß mal ausprobieren. Ja, dann treffen wir jetzt halt noch ein bisschen Vorbereitung. Wir können es nicht ändern, aber desto stärker sind wir dann auch. Gerade auch die Goblins, wir haben es ja das letzte Mal gesehen. Ich meine, klar, ich war doof, bin da mit 25 Leben hingerannt. Aber es wird natürlich auch nicht einfacher im Laufe des Spiels. Und so eine Stufe 2 Eisenrüstung und Stufe 2 Streitkolben ist natürlich schon was Geiles. Und gerade dann auch, wenn wir bessere Tränke herstellen können. Es gibt ja auch generell noch bessere Rezepte, was Essen angeht. Weil so 120 Leben, wie wir jetzt hiermit haben. Aua.
Oh nein, Schleimling und Gift. Ganz schlecht. Ich habe gar keine Giftresistenz oder so mitgenommen. Wir müssen mal schnell einen Honig hinterherhauen. Wie lange hält ein Gift noch? 8 Sekunden, weil der Honig tickt am Anfang natürlich ordentlich gegen. Komm schon. So viel zum Thema, der Honig ist geil. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Wo ist denn der jetzt hin? Noch so eine Vergiftung und wir sind am Arsch. Nein, geh weg. Kleiner Schleimling. Er trifft zum Glück nicht... Ah, nein, nicht ganz so gut. Ach, komm schon, dieses scheiß Stück Eisen da im Weg. So, jetzt haben wir's. Ist jetzt hier drüben mal Ruhe. Sieht erstmal gut aus. Liegen hier Ketten? Nee, waren bloß die Pilze. Schade. Dann bauen wir das mal noch eben ab. Ja, genau. Also es gibt natürlich noch bessere Rezepte, was die ganze Ernährung angeht. Weil wir haben, ich weiß nicht mehr, wie viel es mit der anderen Kombination war, mit der wir gegen Knochenwanst antraten. Ich glaube, wir hatten trotzdem nicht sehr viel mehr als 140, 150, wenn überhaupt, vielleicht auch nur 120. Irgendwie sowas in der Richtung. Und da geht natürlich noch viel, viel mehr. Also irgendwas um die 200. Ich glaube 210, 220 war ein vom letzten Video, was ich mal gesehen habe. Das höchste, was ich bis jetzt sah. Und deswegen brauchen wir da natürlich noch mehr. Dafür brauchen wir aber andere Sachen. Loxe gibt's noch. Das Fleisch ist wohl ziemlich geil. Und ja, wir müssen mal gucken, ob wir das alles in den Ebenen finden. Ist ja auch nicht schlimm, wenn wir uns jetzt erstmal die Ebene ein bisschen angucken. Auf jeden Fall die Moltebären uns ergattern, damit wir den mittlere Ausdauertrank herstellen können. Und vielleicht finden wir ja noch irgendeine andere Rasse von Tier, die uns besseres Fleisch gibt. Ich glaube, wir sind hier durch, oder? Sieht stark danach aus. Wie sieht's denn aus? 6 Eisen. Ja, dass wir zumindest noch ein bisschen mehr Leben haben. Das wäre mir auch ganz lieb. Dann sollten wir hoffentlich auch eine reale Chance haben gegen den Knochigen. Spitzhacke mittlerweile auch schon auf der 38, stand gerade oben. Das ist natürlich auch geil. Aber desto höher man das natürlich trainiert, desto schlimmer werden auch die Tode. Weil man ja immer 10% verliert, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, wenn du das alles auf der 100 hast. Oder 20%? Auf jeden Fall wirst du 10 oder 20 verlieren, wenn du es hochgestuft hast, komplett. Münzen? Hä? Was macht's? Achso, das macht bloß eine komische Ansicht. Das tut dann natürlich echt schon ein bisschen weh, weil so 10 Stufen, und ich glaube, die werden ja auch immer schwerer zu erreichen, also man braucht ja immer mehr. Man sieht das hier an dem roten Balken, wie weit man schon ist. Das hatten wir dann auf der 47 Sprinten. Wärter haben wir gerade mal auf der 34. Also ich glaube, ich bleibe in Zukunft eh bei dem Streitkolben. Ja, es wird natürlich auch immer schwieriger Level für Level. Man braucht halt mehr Erfahrung in Anführungszeichen. Wenn du dann einfach mal so von der 100 auf die 90 runtergehst oder auf die 80, ich bin mir nicht mehr sicher, wie viel Prozent es waren. Sage ich euch gerne nächste Folge, da habe ich nochmal gegoogelt. Dann ist das natürlich echt ein herber Rückschlag. So, ich glaube, wir haben hier alles. Ich hoffe mal, hier drüben wird es wieder ein bisschen heller. Diesmal reiße ich nicht die Fackel ein. Hier ging es auch noch weiter. Na, man könnte auch schon fast überlegen, ob man in Zukunft mal noch eine zweite Hacke mitnimmt. Vielleicht einfach nur so ein Stufe 1 Ding, irgendwas, was wir noch rumliegen haben. Ja, die geht halt leider so... Na hallo. Ja, die geht halt leider so schnell kaputt. Dass wir hier doch immer recht oft wieder zurück müssen. Hey, würdest du mal rumkommen, meine Ausdauer? Ja, jetzt wo ich aufhöre, ist klar. Jetzt geh wieder rüber. Natürlich, kleiner Trogger. Kein Problem. Komm, einer noch.
Treffe ich dich? Jawohl. Ich hoffe mal, hier ist nicht direkt wieder ein Spawner drin. Aber zumindest höre ich noch keine Fliegen. Ich gehe jetzt erstmal rein. Nö, hier ist alles safe. Zufällig eine Kette irgendwo aufgesammelt? Natürlich nicht. Schade. Naja. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein Folgenende an der Stelle. Dann können wir in der nächsten Folge mal noch ein bisschen hier Eis sammeln, solange Eis sammeln, oh, ein Eis wäre jetzt auch gerade geil bei der Hitze hier. Eisen sammeln natürlich, bis die Spitzhacke kaputt ist. Dann machen wir uns wieder zurück, gehen nochmal her. Aber guck mal, wir haben jetzt schon 11 Stück mit dem einen Durchlauf hier bekommen. Dann sollten wir das in den nächsten Folgen doch, denke ich, auch relativ schnell hinkriegen. Gut, dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen 19 Uhr. Macht's gut.